Na, Freunde der gepflegten Musikproduktion, alles fit bei euch? Heute zeige ich euch mal, wie man ohne Musiktheorie schöne Akkorde und dazu passende Melodien kreieren kann. Das ist echt einfacher, als der eine oder andere von euch vielleicht denken mag. Wir starten mal direkt rein. Ich drücke mal auf Vollbild. Jo, welches Instrument wählen wir denn heute? Ich guck mal. Ah, komm, nehmen wir mal Radical Piano. So. Erstmal drücke ich F6, damit wir uns auf unser Rack konzentrieren können. Falls ihr noch nie ein Player-Gerät verwendet habt, zeige ich euch mal, wie das geht. Wir gehen auf Players und wählen Scales and Chords. Bei Player-Geräten müsst ihr immer beachten, dass ihr sie über euer Instrument zieht. So, jetzt ist es mit Radical Piano verknüpft. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was dieses schöne Gerät macht. Ich drücke mal eine einzige Taste auf meinem Keyboard. Und es wird ein kompletter Akkord gedrückt. Das heißt, wenn ihr überhaupt keinen Plan von Moll oder Dur habt, ist das schon mal eine Möglichkeit, mit einem einzigen Tastendruck, ja, Akkorde zu kreieren. Ihr könnt auch mit eurer, falls ihr kein Controller-Keyboard habt, mit eurer Bildschirm-Piano-Tastatur Melodien einspielen, ne? Function plus F4 auf Mac. Das geht auch. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Das sind halt für mich persönlich relativ langweilige Akkorde, sage ich jetzt mal. Also nichts gegen Moll oder Dur. Gehen wir mal hier, falls es noch nicht ausgewählt ist, auf dieses Ordner-Symbol. Da steht Patch suchen und dann suchen wir mal einen raus. Ich schlage mal Anthem Chords vor. Die sind richtig geil, zeige ich euch gleich mal. Doppelklick. So, und jetzt drücke ich wieder eine einzige Taste auf meinem Keyboard. Geil, ne? Oder ich spiele ein bisschen tiefer. Geil, ne? Um das ein bisschen epischer klingen zu lassen, wählen wir mal hier bei Ambience beim Radical Piano die Einstellung Theater oder Theater und drehen das Level mal ein bisschen hoch. Und jetzt spielen wir das Ganze nochmal. Hammer, Hammer. Ihr habt hier noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten beim Scales and Chords. Hier könnt ihr Noten hinzufügen und entfernen. Ich mache mal eine weniger. Diese hier fällt weg, ne? Jetzt noch eine weniger. Das sind einfach nur drei Oktaven, die gespielt werden, also drei Cs. Das sind keine richtigen Akkorde, ne? Machen wir mal vier. Und ihr merkt, das sind jetzt auf einmal Major Seven. Akkorde. Aber auch hier dieser D-Moll 7 Hashtag 5, C-Moll 7, ganz abgefahren. Ne? Auch super interessant, der Vibe, der da entsteht. Ne? Ganz anderes Feeling, ne? Jetzt fügen wir mal noch einen hinzu. Kann man bringen. Wir machen es mal wieder auf die Ausgangsposition. Auf 3. Falls ihr euch fragt, wie ich das gemacht habe, generell
Regler und Fader könnt ihr immer auf ihre Ausgangsposition bewegen, indem ihr Command und Klick drückt. Ne? Command, Klick. Das gleiche gilt für solche Geschichten hier. Zack, ist leise. Aber wenn ihr es wieder auf die Standardposition haben wollt, Command, Klick. Das gleiche gilt für das Panorama. Wenn ich es jetzt zum Beispiel komplett auf links mache und wieder in die Mitte haben will, muss ich nicht umständlich so suchen und das dauert viel zu lange, sondern Command, Klick. Könnt ihr euch mal merken, generell. Hier kann man unterscheiden zwischen Open und Closed Chords, ne? Das ist jetzt off. On. Diese Note wird um eine Oktave nach oben transponiert. Da ist sie. Da ist sie. Das ist das, was sich verändert, ne? Wir lassen es mal auf Open Chords. Und hier kann man noch eine Oktave hoch hinzufügen. Standardmäßig ist sie eingeschaltet. Jetzt schalten wir sie mal ab. Diese Note wird hinzugefügt. Dann Oktave down. Da kommt einfach der Basston dazu. Und hier Color. Color ist auch sehr interessant. Das gibt eurem Akkord quasi eine Farbe, in dem Fall mit dem Preset Anthem Chords, eine, wie ich finde, sehr interessante. Ich spiele erstmal normal ohne die Farbe, nochmal kurz, ne, zur Erinnerung. Jetzt spielen wir das Ganze mal mit Color On. Ihr hört, es hat ein ganz anderes Feeling und man sieht auch, dass einige Noten direkt nebeneinander nur einen Ganztonschritt voneinander entfernt sind. Und das gibt dem Ganzen so eine gewisse Spannung und klingt auch ziemlich interessant, wenn man es nicht übertreibt. Also ich finde, man kann das wirklich bei einigen Akkorden einsetzen, ne? Also man kann damit ja rumspielen, ne? Man kann das auch kombinieren, ne? Interessant, ne? So, jetzt habe ich euch einen kleinen Einblick über den Scales and Chords Player verschafft. Jetzt wollen wir die Akkorde recorden. Ihr habt mehrere Möglichkeiten. Wir können jetzt direkt loslegen. Und ich aktiviere mal den Loop mit L und stelle das Ganze mal auf 100 BPM. Aktiviere den Klick, mach den mal ein bisschen leiser, bisschen vor. Lauf und ja, ich zeige euch mal die erste Möglichkeit, wie man die Akkorde jetzt recorden kann. So, da habe ich eine zu viel gespielt. Und wie ihr seht, werden einzelne MIDI-Noten aufgezeichnet und die triggern den Scales and Chords. Und der wiederum triggert unser Radical Piano. Jetzt wollen wir aber die kompletten Akkorde in unserem Sequencer haben, also in unserer Piano Roll hier. Dafür drücken wir hier oben auf Direct Record, löschen das Ganze und spielen das Ganze nochmal.
So, und wie ihr seht, wurden die kompletten Akkorde hier recorded. Ich mache mal hier die Anschlagsdynamik ein bisschen höher, damit es gleichmäßig ist. So. Und jetzt zeige ich euch mal einen Trick, wie ihr daraus jetzt eine Melodie kreieren könnt. Ich empfehle euch eine Einstellung, bevor ihr gleich loslegt. Und zwar hier, Reason, Einstellungen, Noten beim Bearbeiten wiedergeben. Das würde ich ausstellen. Bei euch ist es wahrscheinlich noch standardmäßig an. Wir machen es mal kurz an wieder. Ich drücke Function plus F7. Dann haben wir nur den Sequencer offen. Wenn bei euch eingestellt ist, Noten beim Bearbeiten wiedergeben, merkt ihr, dass man sie beim Verschieben hört. Das wollen wir aber nicht, weil, wenn wir jetzt das Ganze hier nehmen und nach oben verschieben, werden wir jede einzelne MIDI-Note hören und das wird euch wahrscheinlich die Ohren zerschießen. Und das wollen wir nicht. Deshalb gehen wir auf Reason, Einstellungen und nehmen dieses Häkchen hier weg. So, und jetzt seht ihr, haben wir komplette Stille beim Verschieben. Das ist nämlich wichtig, weil wir jetzt diesen Bereich hier nehmen. Wir halten auf einer beliebigen MIDI-Note die Maustaste gedrückt und halten Option gedrückt, während wir das Ganze nach oben verschieben. Also das ist jetzt gerade ein F und wir ziehen es auf ein höheres F. So, jetzt spielen wir das Ganze mal ab. Vielleicht ist euch aufgefallen, ich bin nicht ganz perfekt im Takt. Das ist nicht schlimm, das klingt ja so ein bisschen menschlich. Wenn ihr es komplett perfekt im Takt haben wollt, drückt ihr Command A und Command K. Dann wird das Ganze quantisiert. Jetzt kommt der Zauber. Wir entfernen mal diese Noten hier, sonst wird es ein bisschen zu viel. So, ich zeige euch jetzt mal einen Trick. Wir nehmen das Razer-Tool, indem wir auf R drücken. So, und jetzt seht ihr auch dieses schöne Teil hier. Wir stellen auf ein Achtel und fangen an, hier oben in diesem ganzen Bereich zufällige Schnitte einzufügen. Und ihr werdet gleich verstehen, warum wir das Ganze machen. Ich fange mal an. Ich mache mal hier einen Schnitt. Hier einen Schnitt. Hier einen Schnitt. Hier einen Schnitt. So. Dann machen wir mal hier einen Schnitt. Hier. 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 Mitte. Unten. Oben. Unten, Mitte, hoch, Mitte, oben, unten, Mitte, hier kann man ein bisschen schneiden, dann hier, hier. Hier, ich mache das gerade komplett zufällig, ne? Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Super Trick ist das. Zack, 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 oben, unten, Mitte, unten, oben, unten, oben, Mitte, unten, Mitte, oben, Mitte. Ja. Das war's. Ich bin selber mal gespannt, wie das Ganze gleich klingt. Spielen wir das mal ab. Ich nehme mal den Klick weg. Kann man bringen, ne? Kann man echt bringen. Damit das ein bisschen menschlicher klingt, falls ihr kein Pianist seid, gar kein Problem. Wir bearbeiten mal die Anschlagsdynamik von einigen MIDI-Noten. Hier, hier. Ich würde immer die erste, wenn ein neuer Akkord gespielt wird, relativ hoch lassen, weil das wirklich der Anschlag ist. Das gibt auch so einen leichten Rhythmus, ne?
Genau das würde ich machen. Dann hier ein bisschen höher. Hier weniger, weniger. Ungefähr jede zweite ist. Allein das wird schon einen ziemlich guten Effekt haben, wie ihr gleich hören werdet. Zack, zack, zack. So, so. Es muss auch nicht ganz perfekt sein, ne? Darin liegt ja der Reiz. Dadurch wirkt es menschlich. So, zack. Und dann könnt ihr auch immer hier oben sehen, wie sich die Anschlagsdynamik auswirkt, ne? Allein optisch sieht man das dann. Okay, den Akkord dann so deutlich gespielt werden. Das hier auch, zack, zack, zack. Da, da, da. Da, da, da. Bam. Bam, bam, bam. Bada, bada. Bam. Ja, dann würde ich vorschlagen, komm, hier machen wir mal so. Zum Ausklingen. Hören wir uns das Ganze, was wir gerade gemacht haben, mal an. Ja, und das war's schon im Prinzip, ne? Das war's. So könnt ihr auch zum Komponisten werden. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge lernen und für euch mitnehmen. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und wünsche euch noch alles Gute. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video, ne? Ciao.